Habt ihr schon mitbekommen, dass die geplante Legalisierung rechtswidrig sein soll? Ich sage euch jetzt, was es damit auf sich hat und auch meine Meinung, wie es dazu kommt. Ich bin der Tobi von Hanfner. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich widme mich heute diesem, ja, ich würde sagen, weniger brisanten Thema. Aber ich muss das doch mal richtigstellen, denn die CSU schlägt immer wieder in die Kerbe ein. Die Legalisierung, Entkriminalisierung, wie ihr es jetzt gerade auch immer nennen wollt, ist nicht rechtskonform. Und jetzt schauen wir uns auch einfach mal an, was da genau bewertet wurde und wer das Ganze dann vielleicht auch in persona kritisiert, denn das ist durchaus nicht unspannend. Ich lese euch jetzt erstmal vor einen Artikel, wo das Ganze ja ganz vernünftig zusammengefasst wird. Ich zitiere kurz zusammenfassend von der Seite lto.de. Bundestagsgutachten gibt der Ampel Rückenwind. Die CSU gibt nochmal alles, um gegen die Legalisierungspläne der Ampel Stimmung zu machen. Jetzt legt sie ein Gutachten des Bundestages vor, das angeblich die Europarechtswidrigkeiten des Vorhabens bestätigt. Doch das stimmt nicht. Doch das stimmt nicht. Ja, das ist also wirklich kurz und knapp und treffend zusammengefasst. Es stimmt einfach nicht. Ja, die Ampel hat da inzwischen ja einiges geändert an den Plänen, genau wegen dieser Bedenken. Und deswegen ist das Ganze jetzt auch europarechtskonform. Aber die CSU, die ist geübt auf jeden Fall darin, uns mit irgendwelchen Märchen und Lügen zu manipulieren. Und sie tun es weiterhin. Und wenn man sich dann noch anschaut, wer das Ganze tut, dann wird es besonders spannend. Ja, in diese Kerbe haut jetzt gerade unser beliebter und vielleicht auch bekannter Dr. Stefan Pilsinger von der CSU. Vielleicht erinnert ihr euch, ich war mal bei ihm im Bundestag. Ich blende euch das hier mal kurz irgendwo ein, glaube ich. Er hat mich eingeladen, weil ich ihn sehr kritisiert habe, denn er hat schon immer gegen Cannabis gewettert und hat gleichzeitig dann im Landtagswahlkampf, war es glaube ich, oder Bundestagswahlkampf sogar, bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, hat er Freibier verschenkt. Jawohl, er hat Pils mit seinem Konterfei darauf, das Pilsinger Pils hat er unter die Leute gebracht und hat also das tödliche Zellgift, Alkohol unter die Leute gebracht. Einfach mal so, ja, und das als Gesundheitspolitiker. Aber er hatte auch eine ganz eigene Meinung dazu und da wird es dann auch ganz spannend, wenn wir uns diese Meinung mal kurz durchlesen. Ich lese euch die mal ganz kurz vor. Ich zitiere hier aus der Abendzeitung. Die Geschenke der Parteien heißt dabei, die Wahlkampfgeschenke der Parteien. Und zu Stefan Pilsinger schreiben sie, er verzapft uns was. Für Bayern eine eher ungewöhnliche Biersorte, aufgrund des Namens aber natürlich vollkommen nachvollziehbar. Stefan Pilsinger, CSU-Kandidat im Münchner Westen, hat sich für seinen Wahlkampf vom Giesinger Bräu ein eigenes Pils brauen lassen. Als Arzt inszeniert sich Pilsinger im Wahlkampf zwar gerne auch im weißen Kittel, bei seiner Sprechstunde hört er sich die Sorgen und Nöte der Menschen aus seinem Wahlkreis an. Der 30-Jährige ist aber niemand, der der Gesundheit wegen zu allzu großen Verzicht raten würde. Man muss sich auch mal was gönnen, schließlich lebt man nur einmal. Ja, man lebt noch einmal, Herr Pilsinger, das ist vollkommen richtig und deswegen frage ich mich, wieso Sie bis heute mir meinen Cannabiskonsum verbieten wollen und damit gleichzeitig Millionen anderen Mitmenschen, die niemandem etwas getan haben. Sind das wirklich Gesundheitsbedenken, die Sie da an den Tag legen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Sie sind in irgendeiner Weise lobbygesteuert. Und das muss ich jetzt einfach nochmal auf den Punkt bringen und kritisieren. Es kann nicht sein, dass Sie sich seit Jahren mit der Materie beschäftigen wollen, angeblich, und immer noch irgendwelche Rechtsbedenken in den Vordergrund schieben wollen, die dazu noch nicht mal der Wahrheit auf Wahrheit basieren, um diese Cannabis-Legalisierung und Entkriminalisierung zu verhindern. Gerade Sie als Gesundheitspolitiker sollten inzwischen ganz klar der Meinung sein, es ist nicht sinnvoll, nicht richtig und nicht zielführend, Cannabis zu kriminalisieren und damit die Gesundheit von Millionen Menschen zusätzlich zu riskieren und zu gefährden. Gerade Sie als Gesundheitspolitiker sollten ganz, ganz schnell diese Vereinsbrille, wollte ich jetzt schon sagen, diese Parteibrille mal abnehmen und zum Wohle der Bürger und unserer Mitmenschen entscheiden und auch danach argumentieren. Bitte beschäftigen Sie sich nochmal mit dem Thema, wenn Sie das irgendwie versäumt haben die letzten Jahre und trotzdem so lautstark Ihre Meinung verkünden, dann kann ich Ihnen sehr, sehr gerne anbieten. Ich komme Sie nochmal besuchen in Berlin. Ich bin inzwischen auch ein paar Jahre weiter vorangeschritten, habe noch größere Expertise in diesem ganzen Bereich und ich bin ganz sicher, ich werde Sie überzeugen, dass Sie in Zukunft auch für eine Cannabis-Legalisierung einstehen. Denn sonst müsste ich tatsächlich an Ihrem gesunden Menschenverstand oder an Ihrer Dasein als Gesundheitspolitiker und gar als Arzt zweifeln. Tut mir sehr leid, ist meine Meinung. Ich hoffe, wir kommen in Dialog. Das war das letzte Mal ja auch nicht unangenehm. Kommen Sie gerne auf mich zu. Ich bin bereit und ich freue mich auf einen konstruktiven Austausch mit einem spannenden Ende. Ich werde euch weiter informieren. Schreibt dem Herrn Pilsinger gerne mal, was ihr von seinen Bedenken haltet, wieso er immer noch gegen Cannabis wettert. Schreibt aber freundlich und sachlich. Er ist wirklich zu einem Dialog bereit und ich glaube, wir können ihn umbiegen.
fliegen alle gemeinsam. Vielleicht helft ihr mir dabei ja ein kleines bisschen. Ihr könnt auch gerne das Video natürlich bei ihm posten, auch damit er es auch auf jeden Fall sieht. Ich bin sehr gespannt, was er dazu sagt, denn ich bin wirklich erschüttert, dass er schon Jahre nach unserem Treffen hier immer noch so eine Grütze verzapft oder sich auf irgendwelche falschen Fakten beruft. Ja? Das kann so nicht wahr sein und eigentlich sollte er sich da dringend mal Gedanken drüber machen, denn wir leben ja doch in einer sehr fortschrittlichen Zeit, in der wir doch auch in der Lage sind zu denken und ich glaube, er wird seine Glaubwürdigkeit Stück für Stück verspielen, wenn er seine Meinung nicht ändert. Das ist nur ein gut gemeinter Ratschlag. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende und sende euch liebe Grüße.